Hallo, willkommen zum Grund, warum Final Fantasy VI momentan auf Eis liegt. Ich habe im letzten Jahr, ungefähr seit ziemlich genau einem Jahr, ziemlich viel XCOM gespielt. Also nicht, also es gibt ja zwei aktuelle XCOM-Spiele, das XCOM The Bureau, das ist so ein 3D, also so ein Third-Person-Spiel, das eigentlich für Konsolen quasi entwickelt wurde. Und dann gab es noch die Neuauflage vom alten XCOM-Strategiespiel, wo man quasi eine Organisation führt, die die Welt vor einer Alien-Invasion retten soll, und das Ganze macht man mit Basisbau und dem taktischen rundenbasierenden Kämpfen. Und das Spiel hat auch schon ein Expansion Pack bekommen und ein DLC-Paket dazu. Kommen wir aber später noch. Ich spiele das Spiel sowohl mit dem Expansion Pack als auch mit dem DLC-Paket, und wir schauen kurz mal in die Optionen rein. Es gibt nicht allzu viel zu erklären. Ich spiele die ganze Sprache auf Deutsch, und allerdings heißt das nicht, dass die Soldaten alle Deutsch sprechen, sondern die haben eigene Nationalitäten, und es gibt, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Sprachausgaben, und je nachdem, welche Nationalität das sie haben, sprechen die dann Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch, Russisch oder andere Sprachen. Die Sachen gleich vielleicht später nochmal. Automatisch speichern brauchen wir nicht, aus einem Grund, den wir gleich sehen werden. Sonst gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen zu dem Ding. Ich habe alles auf hochgestellt. Sollte nicht so wirklich ein Problem sein mit Shadowplay. So, wir starten ein neues Spiel. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade, wobei man aufpassen muss, die Schwierigkeitsgrade sind wirklich so, wie sie dastehen. Also am Anfang sollte man wirklich, wenn man noch keine Erfahrung mit XCOM und vor allem mit Taktikspielen hat, leicht wählen. Auch dann ist es noch eine Herausforderung. Normal ist ganz okay. Wenn man sich ein bisschen mit XCOM auskennt und mit Taktikspielen, ist normal durchaus zu schaffen. Klassisch ist nur zu schaffen, wenn man schon ungefähr weiß, wie das Spiel verläuft. Also wann man was bauen muss, wann man welche Upgrades braucht und so weiter. Und unmöglich ist, wie der Name schon sagt, quasi unmöglich. Erstens braucht man sehr teilweise etwas Glück. Drittens muss man wirklich, wirklich, wirklich gut spielen. Dann gibt es allerdings noch weitere Optionen. Und zwar hier haben wir das Tutorial, das wir auslassen werden. Weil, wenn man das Tutorial aktiviert, kann man sich seine Startpunkte daraus wählen. Und das wollen wir machen. Das Mail-Tutorial ist für die Zusatzmechanik, die das Expansion Pack bringt, auch ein separates Tutorial. Das werden wir auch nicht brauchen. Das erkläre ich dann während dem Spiel. Unternehmen-Nachwuchs aktivieren wir. Das ist das erste, das ist quasi das DLC-Paket, das noch vor dem Expansion Pack rausgekommen ist. Dazu gibt es dann, ich glaube, drei oder vier verschiedene neue Missionen und einen neuen Spezialsoldaten, der das Team Moment, kurz, ja, der dem Team beitritt. Operation Slingshot. Moment kurz. Ah, ich habe es falsch gesagt. Nahwuchs war beim aktuellen Expansion Pack automatisch dabei, war als DLC geplant, ist aber nie rausgekommen als DLC. Ist bei XCOM Enemy Within, also dem Erweiterungspaket, schon voll dabei, während Slingshot ein separates DLC-Paket war und auch noch ist, glaube ich. Das muss man sich separat kaufen. Und bei Slingshot gibt es auch einen neuen Soldaten, einiges an Missionen, 4 oder 5 oder so. Und ja, Iron Man werden wir auch spielen. Iron Man heißt, dass wir nicht speichern können. Also wird schon gespeichert, allerdings nach jeder Aktion, die wir durchführen. Wir können nicht mehr zurückgehen, um unsere Aktionen zu revidieren oder so. Das ist auf das Spiel etwas interessanter, weil dann deutlich mehr Soldaten sterben. Also aktivieren wir das mal. Einsteigertexte abschalten werden wir auch machen. Ich erkläre dann das, was die wichtigen Spielmechaniken sind und was die ganzen Sachen bedeuten, gleich dann während dem Spiel selbst. Das gibt's noch. Es gibt zu diesen Optionen noch eine Zusatzoption, und zwar zweite Welle, kann man noch verschiedene Spezialmodifikatoren quasi einbauen. Das ist so wie bei Unreal Tournament früher, diese Mutatoren. Das Spiel bleibt im Prinzip gleich. Allerdings kann man zum Beispiel, wo haben wir es hier? Zielwinkel. Das ist blöd zum Erklären. Marathon macht das Spiel zum Beispiel einfach deutlich länger, weil man deutlich länger braucht, um Sachen zu erforschen und so weiter und so fort. Dann haben wir Verstand gegen Materie ist, wenn man Soldaten haben, die sie befähigt sind, kann man sie nicht genmanipulieren und umgekehrt. Das heißt, das ist normalerweise schon möglich. In dem Fall kann man es quasi abschalten. Gibt es halt einige von denen. Ich werde keine davon nehmen, weil die meisten machen das Spiel um einiges schwerer. Und ich will eigentlich hauptsächlich erzählen, wie das Spiel funktioniert.
So, also wir spielen ganz normal. Also wir spielen auf normal mit beiden quasi separaten kleinen Paketen plus dem großen Anime-Film-Paket. Iron Man, damit wir nicht speichern können und ohne Einsteiger. Texte. Dann geht's auch schon los. Kommt ein kurzes Intro, glaube ich. Wobei kurz immer relativ ist. Zumindest für ein Vollpreisspiel. Mit einem sehr schönen Zitat hier. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Ich glaube, das werde ich brauchen können. So, und wir starten. Noch nicht direkt in einer Mission, sondern wir können uns für eins von, also für einen von den fünf Kontinenten als Startbasis entscheiden. Das bringt Folgendes, und zwar alle Kontinente bringen einen bestimmten Bonus, den wir hier sehen. Zum Beispiel, wenn wir ganz Nordamerika eingenommen haben, dass wir, oder eingenommen, verteidigt haben. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dann noch. Dann würden unsere Flugzeuge und die Bewaffnung 50% weniger beim Kauf kosten. Und die Herstellung von Flugzeugen und der Unterhalt von Flugzeugen kostet auch 50% weniger. Dann gibt es noch Europa mit Labor und Werkstätten kosten 50% weniger. Asien, alle Projekte in der Gießerei, also der Werkstatt und der Offizierschule kosten 50% weniger. Das werden wir auch machen. Afrika, auch ein beliebter Startkontinent mit das monatliche XCOM-Budget wird um 30% erhöht. Und Südamerika, wo man dann Ergebnisse von Autopsien und Verhören quasi sofort bekommt und nicht erst warten muss. Also wir nehmen Asien. Das hat einen bestimmten Grund, und zwar ich will... Es gibt da mehrere Taktiken, die man verwenden kann, um dieses Spiel zu meistern. Einer ist zum Beispiel Satellitenrush. Da wäre ein Start in Nordamerika oder Afrika ganz gut. Wahrscheinlich Afrika eher. Und vielleicht auch Europa. Allerdings entscheide ich mich eher für das andere, sonst ich mache eher einen Technologie-Rush. Das heißt, ich werde so schnell wie möglich eine Gießerei zu bekommen und über die Offizierschule meine Truppengröße zu erhöhen. Wie das alles funktioniert, das sehen wir. Noch dazu ist auf leicht und normal Asien etwas bevorzugt, weil man die Offizierschule automatisch schon gebaut hat und nicht wie in den höheren Schwierigkeitsstufen sie noch separat bauen muss. Das heißt, wir sparen uns etwas hier. Okay, also wir starten in Asien. Ah ja, übrigens. Hier legt man quasi nur die Basis fest, von der man dann ausgeht. Und das heißt, der Bonus des Kontinents, auf dem die Basis steht, kann einem nicht mehr weggenommen werden. Das heißt, der bleibt für ewig und den hat man auch ohne alle Länder dort schon mit Satelliten abzudecken, während die anderen Boni kann man sich dadurch holen, dass man die Länder in den verschiedenen Kontinenten mit Satelliten abdeckt, und das dauert etwas und man muss da priorisieren und so weiter und so fort.
also ab nach Asien. Und dann geht's auch schon auf in die erste Mission. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Ja, eine Operation. Lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Operation Schwarzer Falke. Und wir geben uns hier auf irgendeinen abrangierten oder ausrangierten Frachtbahnhof. Zumindest sieht es so aus. Landen dort mit unserem Truppenflugzeug. Und dann steigen unsere vier Helden schon aus. Strike One, hier Central. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. So, und hier haben wir unsere vier Kämpfer, die am Anfang quasi uns zur Verfügung stehen. Da hätten wir Tiffany Lawrence. Ich sehe ihre Nation nicht. Ist die? Er ist Französin vielleicht? Oder? Na, er ist Franzose. Also Roland Morel ist, oder Morel, oder wie auch immer, wenn man es auf Französisch ausspricht, ist auch einer von unseren Kämpfern, ein Franzose, ein Ukrainer haben wir auch. Den Mikhail Soloviov. Ja, Soloviov wahrscheinlich. Und das ist ein Israeli, Ephraim Shapira. Shapira. Okay. Gut. Und wir sehen schon, das Spiel zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man eine akkurate Sichtlinienberechnung hat. Das heißt, wir stehen hier immer Gegenstände im Weg rum und so weiter und so fort. Deswegen sehen wir nur einen kleinen Teil des ganzen Schlachtfeldes. Man sieht allerdings, wenn man mit der Kamera ganz in die Ecken fährt, sieht man, wo der Schlachtfeld begrenzt wird. Und hier diese roten Barrieren. Das heißt, hier geht es nochmal rauf irgendwo. Da wahrscheinlich. Ja, da sehen wir die Barrieren bis hierher. Und drüben geht es auch noch ein ganzes Stück rüber. So. Mit Tabulator kann man durch die aktiven Soldaten durchswitchen. Und wir werden gleich mal anfangen. Wichtig bei dem Spiel ist auch sehr die Deckung. Und zwar hat man hier volle und halbe Deckung. Habe ich irgendwo halbe Deckung? Ja, hier hätten wir halbe Deckung. Das wird durch die Schilder gekennzeichnet. Und auch die Richtung, in die Deckung geht, ist natürlich relevant. So, jetzt überlege ich mir kurz, wo wir da hingehen können. Das ist volle Deckung, oder? Ja. Okay, da steht eh noch etwas im Weg, das heißt, wenn wir den Roland hier herstellen, kann er nicht davor sehen und nicht aus Versehen irgendwie Aliens aktivieren, die ihm dann quasi in den Rücken fallen könnten hier, deswegen probieren wir es mal so. Es kann natürlich alles in die Hose gehen, wenn hier drüben Aliens sind. Weil Aliens werden erst dann aktiv oder konzentrieren sich auf unsere Einheiten, sobald sie von unseren Einheiten gesehen wird, beziehungsweise auch umgekehrt sie uns gesehen haben. Ansonsten bleiben sie entweder fix an ihren Orten stehen oder patrouillieren auf bestimmten Wegen durch die Karte. Wo stellen wir unsere Tiffany hin? Ich würde mal sagen hier, oder? Vielleicht so blöd. Genau. Also sie wird wahrscheinlich Amerikanerin sein, so wie ich das sehe. Da haben wir auch schon die ersten Gegner, zwei Sektoiden. Das ist jetzt etwas unangenehm, weil wir werden da mit dem wahrscheinlich... Ja. Was ich noch nicht erzählt habe, jeder von den Soldaten hat quasi zwei Aktionen per Runde. Das sieht man in den dicken Pfeilen hier unten. Und normalerweise, wenn man einen Angriff ausführt, ist die Runde für den Soldaten sofort zu Ende. Es gibt da noch einige Ausnahmen dazu. Ansonsten kann man sich entweder einmal bewegen und dann schießen oder zweimal bewegen. Eben bis zu dem blauen Kreis ist das einmal bewegen und bis zu dem gelben Kreis wäre die zweite Bewegung. Aber nach der zweiten Bewegung kann man natürlich nicht mehr schießen oder andere Aktionen ausführen, so wie in Deckung gehen oder andere. Wie immer. Deswegen ist es meistens eine gute Idee, nur den blauen Kreis auszuschöpfen und dann erst mal schauen. Beziehungsweise es gibt dann einige Spezialsituationen, wo das nicht zutrifft. So, wir werden, wen haben wir hier? Geht sich das aus? Das geht sich aus, sehr schön. Also zur Erinnerung, da hinten sind zwei Sektoiden. Da hinten haben wir auch einen Meldkanister. Das ist eine Technologieressource, die wir später mal aufsammeln werden. Oder jetzt auch vielleicht einmal aufsammeln werden. Ich überlege mal. Wir haben hier auf der Karte wahrscheinlich drei oder vier verschiedene so Sektoiden-Duos herumlaufen. Deswegen sollten wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Ich werde mal... gehen wir mal hierher. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ihn noch nicht sehen können. Mit ihr werden wir auch ein Stück zurückgehen, die mal kommen lassen. Das ist sehr wichtig eigentlich.
Den werden wir auf Overwatch vorstellen. Also den stellen wir. Wir könnten ihn daher stellen, aber das ist zu nahe eigentlich. Da könnten sie ihn zwar wahrscheinlich nicht flankieren, aber auch schon angreifen. Deswegen stellen wir auch den hier her. Dann haben wir noch unseren Roland. Wenn man in der Runde noch nicht angegriffen hat und nur einmal gegangen ist, kann man auch noch die Aktion Feldposten auswählen und natürlich auch noch in Deckung gehen. Feldposten bringt folgendes, das sieht man hier nicht, dass man, sobald irgendwelche Gegner in sein Sichtfeld laufen, während der gegnerischen Runde, kann er darauf schießen mit einem Reaktionsschuss. Allerdings hat er dafür nicht genau, also nicht volle, nicht seine vollen Zielbonus, sondern glaube ich 30% vermindert. Das heißt, er zielt quasi 30% weniger gut. Das ist jetzt so ein Reaktionsschuss. Daneben. Damit muss man leider zurechtkommen, aber. Das heißt auch, oh, hier haben wir gleich das zweite Duo. Tja, aber zumindest konnte der nicht so weit vorgehen und schießen auch noch. Also bei den Aliens ist es genauso wie bei uns, die haben auch eine Bewegungsaktion und dann quasi eine Schussaktion. Beziehungsweise können sie auch die zweite Aktion als Bewegungsaktion verwenden. Das, was der hier gemacht hat. So, dann lernen wir gleich mal, wie Flankieren funktioniert. Und zwar so. So, der Typ hat so ein Schild hier. Das heißt, er steht hier bei einer halben Deckung. Die bringt ihm, glaube ich, 25% mehr Verteidigungskraft. Allerdings, wenn wir uns irgendwie so stellen können, dass wir die Linie seiner Deckung quasi überqueren, also seine Deckungslinie geht von hier dazwischen den Feldern durch, und sobald wir auf der herüberliegenden Seite stehen, hat er quasi Deckung gegen uns. Allerdings, wenn wir uns hier herstellen, das schauen wir uns gleich an, so zum Beispiel, genau, dann kann ich ihn quasi flankieren und mit voller Wucht angreifen, also auch mit voller Zielchance. Da haben wir. Können wir uns genauer anschauen, wie das funktioniert mit dem Chance auf Treffer. Die normale Zielsicherheit von den Soldaten am Anfang wird 65%. Und dadurch, dass er sehr nahe steht, hat er noch 31% Bonus. Zum Beispiel im Vergleich zum Roland, der auch auf den schießen könnte, allerdings über die Deckung schießen müsste, was jetzt in dem Fall nicht extrem viel Sinn macht von der Visualisierung her. Aber das Spiel funktioniert mal so. Da gibt es eben auch eine zweite Welle-Einstellung, die das etwas verbessert. Hier haben wir Zielsicherheit 65% und niedrige Deckung, eben diese 20%, die er dazu bekommt, der Gegner. Und noch dazu dieses blaue Dings da, was da herumwuselt auf den Sektoiden hier, hat folgende Eigenschaft, und zwar sein Kumpel, der da hinten steht, hat quasi seine Gedanken mit ihm verschmolzen. Das bringt ihm einen Punkt Bonus Hitpoints. Also einen zusätzlichen Trefferpunkt, und noch dazu hat er eine erhöhte Chance auf kritische Treffer, was natürlich beides nicht allzu toll ist. So, da, was machen wir noch? Wir schießen mal mit Michael auf den Sektoiden hier. Treffen werden wir ihn schon. Oh, sogar ein kritischer Treffer, das heißt, der ist auch gleich gefallen. Schon wieder mein Handy, ich muss das, glaube ich, auf Lautlos drehen jetzt kurz. Ich mach das kurz. Und ja. Und natürlich ist Michaels Runde jetzt vorbei, er ist gelaufen und hat geschossen, deswegen kann sich nicht mehr allzu viel tun hier. Jetzt müssen wir leider aufpassen, wo wir uns genau hin begeben, weil da steht ein Sektoide. Hier steht einer und hier steht einer. Der würde sogar flankiert sein. Sieht er ihn? Ja, er sieht ihn sogar. Die Frage ist, wenn ich jetzt hierher gehe, probiere das einfach mal aus. Nein, ich hätte gehofft, dass ich, es geht sich nicht aus, dass ich den sehe und irgendwie auch flankieren kann, aber das wäre sich hier sowieso nicht ausgegangen. Das Feld geht nicht weit genug rüber. Dann werden wir das Ganze etwas passiver spielen, glaube ich. Wir werden hier mal einen. So. Das Problem ist, dass der wirklich sehr unangenehm steht für mich jetzt. Ja, ich gehe mal hierher und mach hier einen. Ah, cool. Den kann er da treffen. Ah, den dort. Das sind eben diese Meldkanister. Die Zahl darüber gibt an, wie viele Runden, dass ich noch habe, um sie einzusammeln. Was Meld genau bringt, erkläre ich später mal. Das ist eine Ressource, die wir
verwenden können. Ich könnte natürlich hier... Oh, das ist sowieso der. Oh. Ja, aber 25 ist viel zu wenig, als dass das Sinn machen würde. Deswegen machen wir Folgendes. Wir stellen Roland hierher. Da kann er beide treffen. Leider ist das keine Deckung, die ich sprengen kann. Ich kann natürlich auch Granaten werfen hier. Die macht 3 Schaden und würde diesen Sektor ihn auf jeden Fall ausschalten. Was wahrscheinlich auch eine gute Idee ist, wenn wir das machen. So. Shapira, dich werden wir auf jeden Fall auf Feldposten stellen. Falls der sich irgendwie da raustraut. Was wir nicht hoffen. Es wird wahrscheinlich sogar passieren, aber. So, dann schauen wir mal hier. Das geht sich auch aus. Wir werden hier mal die Deckung sprengen und den Sektoiden noch dazu. Alle Gegenstände, die hier rot markiert sind, werden entweder zerstört oder gehen dann in Flammen auf. Das ist zum Beispiel bei Autowracks ganz blöd manchmal, weil die brennen dann eine Runde und explodieren erst später. So, machen wir mal hier die Granate. Granaten sind jetzt in dem Kontext sehr stark, weil sie quasi fast immer sicher gehen kann, dass der Gegner stirbt. Allerdings heißt es auch, dass die Waffenfragmente, die Gegner mit sich haben, dadurch zerstört werden. Und das heißt, dass wir unsere Forschung etwas verlangsamen dadurch. So, 25%, wie gesagt, das ist nicht allzu optimal. Wir werden deswegen... Er sieht ihn auch, ne? Das ist nicht blöd. Steht er? Ja, steht vorne. Es sieht eigentlich so aus, diese... Waggons sind normalerweise 2 Felder breit und das sieht irgendwie so aus, als würde er auf dem hinteren Feld stehen, aber er steht irgendwie zwischen den Feldern. Also er steht auf jeden Fall auf der Kante und kann beide treffen hier. Weswegen es keinen Sinn machen würde, sie hier in Deckung zu schicken, weil Deckung bringt, glaube ich, 30% Bonusverteidigung. Und das heißt, der Gegner trifft uns 30% schlechter und das ist bei... hoher Deckung hat man normalerweise 65% Bonus, also generell Verteidigung, und plus 30 wären 95. Das heißt, der hätte eine 5%ige Chance zu treffen. Ja, beziehungsweise sein Angriff verringert das dann natürlich noch immer. Wir werden auf jeden Fall Feldposten und schauen, was der kleine Irre macht. Ja, haut sowieso ab. Das ist übrigens jetzt deutlich genauer als der vorige, weil 65 minus 30 sind nur 35 und ich hatte vorher nur 25% Chance, das heißt, es ist deutlich besser gewesen jetzt als vorher. Ja, jetzt wieder auf sie schießen. Auch daneben, sie hat wie gesagt auch gegen ihn hohe Deckung, weil jetzt hier ihre Deckungslinie hier bei den Schienen entlang geht. Der müsste quasi über die Schienen drüber und dann würde er sie erst flankieren. Unsere Tiffany, da haben wir hier die Möglichkeit, den zu flankieren, so nicht, nein. Ich will auch nicht, was ich vermeiden möchte, ist hier weiter raufzugehen, weil es noch sein kann, dass hier noch eine Gruppe Sektoiden ist, aber... Das wird sich vielleicht nicht vermeiden lassen, vor allem, weil ich mir das Meld holen will. Mahlzeit. So. Das Problem ist, dass diese Kisten hier sehr ungünstig stehen. Ich könnte mich hier in die hohe Deckung stellen. Allerdings kann ich dann von der hohen Deckung ihn nicht anschießen, weil ich müsste quasi einen Schritt... Moment mal. Oh, das geht sogar. Ich kann einen Schritt hierher machen. Genau, das geht. Kommst du da? Ah, es geht sich um einen Feld nicht aus. Scheiße. Ja, man muss nämlich aus hoher Deckung natürlich immer einen Schritt vorbei machen, weil durch die hohe Deckung selbst kann man auch nicht durchschießen. Das heißt, wenn kein Feld hier, wie bei ihr jetzt so ist, wo sie vorbeigehen kann, um entweder über eine halbe Deckung drüber zu schießen oder auf ein freies Feld zu gehen, dann kann man den Gegner natürlich auch nicht treffen aus hoher Deckung. Was wir allerdings machen können, ist mit ihm mal hierher gehen und schauen, ob wir neue Gegner aktivieren. Ja, dann müssten wir eigentlich uns etwas zurückziehen und dann ihm die Deckung wegspringen. Ich würde nämlich gern die Waffenfragmente nicht verschwenden hier. Wobei, wir haben jetzt 2 Gruppen schon aktiviert. Ja, ist egal. Wir schaffen das schon. Also jetzt muss man immer, wenn man mit dem Mauszeiger am Feld ist, dann funktioniert es nie. Also über diesen Infofeld. Kann man nicht durchklicken. So, und was ich jetzt mache, ich spreng ihm quasi nur seine Deckung weg. Mach keinen Schaden an ihm selbst.
und laufe dann mit unserem Michael Scharfschützen-Typen hierher. Ist die Frage, wer denn. Hat er denn. Ja, er hat den ersten Kill gehabt. Das ist jetzt nicht allzu optimal. Ich hätte vielleicht sie herstellen sollen, weil sie hat noch keinen Kill. Es ist nämlich auch eine ganz gute Idee, die Abschüsse zu verteilen, sodass idealerweise jeder einen bekommt. Vielleicht sind nämlich nur zwei Gruppen unterwegs hier und dann würde ich quasi hier einen Kill schälen. Ist jetzt mal egal. Wir machen das einfach so. Wir stellen sie. Also sie müsste ihn von hier jetzt dann eh auch sehen, oder? Sie hat sowieso volle Trefferchance, weil die Deckung ist jetzt weg und sie sieht ihn sowieso von hier auch. Das heißt, wir probieren zuerst mal mit ihr ihn anzuschießen. Ja, und das funktioniert auch, weil wenn diese Kamera kommt, dann ist es meistens ein Treffer, der zum Tod führt. So, jetzt haben wir noch einen über. Den Kill für den letzten müssten wir eigentlich Japira geben. Das heißt, wir werden mit Morel wieder etwas in Deckung begeben. Also nicht in Deckung begeben, aber auf Feldposten begeben. Wir sehen auch hier nach der Elenrunde geht hier dieser Counter runter, auf 4 in dem Fall. So, und dann müssen wir mit Shapira. Wo stellen wir dich hin? Stellen wir mal hier hin. No risk, no fun, hätte ich gesagt. So, ihn. Nachdem wir hier uns nicht in die hohe Deckung stellen können, können wir gleich hierher gehen. Und sie. Tiffany, wo stellst du dich hin? Es gibt übrigens auch Munition bei den verschiedenen Waffen, die man mitführt. Beziehungsweise nur bei den Hauptwaffen. Pistolen verbrauchen keine Munition. Und man hat eine gewisse Magazingröße und müsste dann auch gegebenenfalls dann nachladen. Wenn das Magazin alle ist, aber da wahrscheinlich nur mal ein Gegner ist. Wenn wir kurz mal uns hier aus dem Fenster lehnen. Jetzt zeig ich mal in Deckung gehen her. Wir stellen sie hier in die halbe Deckung. Oh, shit. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Der Typ, der böse Gegner hier, war auf Feldposten und hat gewartet, bis wir kommen. So, und das heißt, wir stellen sie hier in Deckung. Das bringt ihr relativ viel Verteidigung und sie sollte dann die Runde überleben. Und er, nachdem hier kein... Ist das der Michael, gell? Ich gehe jetzt mal großzügigerweise davon aus... dass hier keine weitere Gruppe Sektoriden unterwegs ist. Auf normal sind meistens nur zwei Gruppen unterwegs, auf schwer sind dann auch schon mehrere Gruppen unterwegs. Er ist stehen geblieben, super. Das Problem ist, er hat keine Granate mehr. Wir müssen jetzt den Kill etwas vorbereiten, und zwar am besten, indem wir hierher gehen. Hey! Ist der? Der redet Deutsch, das ist interessant, dass der Israeli Deutsch redet. Ja, ist okay. So, und um ihn hier festzuhalten, ist es am besten, wenn wir hier auf Feldposten gehen. Das heißt zwar auch, dass wir ziemlich leicht zu treffen sind, aber... Oder wir machen es anders. Ah, das ist auch blöd. Wir gehen trotzdem hier auf Feldposten, ja. Und bereiten uns schon mal darauf vor, dass wir ihn notfalls auch anders erledigen können. Gehen wir mit Roland Morel hier hergehen. Hinter diesem Tank. Ja, es gibt überall über die Karte Verstreuter, die man auch so Leitern und so Zeug, das uns helfen kann, gewisse Hindernisse zu überwinden. Die Frage ist jetzt wirklich, ob ich hierher gehen sollte. Ah, ich sehe ihn hier von hier auch noch gar nicht. Na gut, dann gehen wir hier auf volle Deckung. Und hoffen, dass uns die Tiffany nicht abkratzt hier. Oh, er macht Feldposten. Sehr gut. Das heißt nämlich auch, ich kann mit
mit Ephraim hier einen Schritt vorgehen. Der Feldposten aktiviert sich nämlich erst, wenn ich von dem ersten Feld, wo er mich sehen kann, in das zweite Feld gehe, wo er mich sehen kann. Das heißt, hier hinter der Deckung ist das erste Feld, wo er mich sehen kann. Deswegen, wenn ich mich jetzt weiter bewegen würde, also zumindest in ein Feld, das er sehen kann, dann würde ich einen Reaktionsschuss provozieren. Ansonsten, wenn ich hier natürlich nur zurück in die Deckung gehe, verlasse ich das Feld in eine Richtung, die er nicht sehen kann, und dann würde auch kein Schuss folgen. Das heißt, er hat mich jetzt nicht anschießen können. Ich versuche ihn zu treffen mit 71, das ist ganz gut. Also alles, was über 65 ist, ist ganz okay. Und wir haben auch den letzten. Wenn Sie gestatten, Commander. Die Labore sind in Alarmbereitschaft und die Teams erwarten Ihre Befehle. Wir können sofort mit der Untersuchung der gefundenen Artefakte beginnen. So, wir kommen an Mission Endscreen. Eins ist geschafft. Hier sehen wir, wie viele Aliens wir abgeschossen haben. Hier sehen wir, wie viele Soldaten wir verloren haben. Und unten haben wir noch, wie viele Melkkanister wir aufgesammelt haben. In jedem Melkkanister sind 10 Einheiten Melk drinnen. Und wie gesagt, die halten nur bestimmte Runden. Und wenn man sie nicht aufsammelt oder die Mission schafft, bevor sie quasi auslaufen, dann bekommt man dieses Meld eben nicht. Zurück zur Basis. Einen super tollen Transitionscreen. Und unsere Basis ist da irgendwo in Indonesien, glaube ich. Ne? Landen wir mal. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme 2 Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Sehr schön, und das ist unsere Untergrundbasis, von der alle unsere Aktionen ausgehen. Unsere Soldaten sind nicht nur wohlbehalten zurückgekehrt, sie haben auch Meld erbeutet, mit dem wir unsere Forschung auf diesem Gebiet vorantreiben und neue Technologien entwickeln können. Sehr gut. Und alle unsere Soldaten wurden befördert. Befördert werden sie also vom normalen Rookie-Rang bis zum Soldatenrang, einfach indem sie eine Mission mitmachen und mindestens einen Abschuss haben. Deswegen wollte ich diese Kills immer verteilen, weil wenn ich mit einem keine Kills erreiche, wird der auch nicht befördert. Und wir haben alle 4 Klassen, die es zur Verfügung, also die es im Spiel gibt, auch gleich schön verteilt. Das ist absichtlich so. Normalerweise ist es zufallsverteilt bis zu einem gewissen Grad. Es gibt eine Spezialfunktion, die das regelt, welche Klasse dann ausgewählt wird für den jeweiligen Soldaten. Aber hier haben wir am Anfang, die ersten 4 sind immer die ersten 4 Klassen. Schauen wir uns gleich mal die erste Klasse an. Sturm. Hier haben wir unseren Talentebaum, beziehungsweise Baum ist es nicht wirklich. Man kann sich meistens nur zwischen 2 Talenten entscheiden. Und das erste Talent, das wir bekommen, ist Sturm und Schuss mit unserem Sturm, mit unserer Sturmeinheit, unserer Tiffany. Und zwar heißt das, dass wir, wenn wir das aktivieren können, wir 2 Felder, also unsere 2 Aktionen für Bewegung verbrauchen und dann schießen auch noch. Das ist sehr gut, um gegnerische Aliens zu flankieren. Dann haben wir einen Scharfschützen, und zwar ist das Roland, und der bekommt Präzisionsschuss. Präzisionsschuss hat den Vorteil, dass man eine plus 30%ige Chance hat, einen kritischen Treffer zu erteilen. Außerdem bekommt man dann mit diesem Talent dann, wenn man es aktiviert, auch Bonusschaden, wenn man einen kritischen Treffer macht. Also trifft. Allerdings hat das, wie gesagt, eine Abklingzeit von 2 Runden, genauso wie Sturm und Schuss eine Abklingzeit hat. Dann haben wir Ephraim wurde zu einer Unterstützungseinheit befördert. Die können Rauchgranaten werfen, die quasi so, das sind so Nebelgranaten, die es für die Gegner etwas schwerer macht, uns zu treffen. Und zwar ist das nichts anderes, als sie gibt plus 20 Verteidigung für alle, die quasi im Radius dieser Wolke stehen. Und dann haben wir noch Michael, wurde zu einer schweren Angriffseinheit befördert. Und der kann dann einfach eine Rakete schießen. Allerdings geht das nur, solange er sich nicht in der Runde bewegt hat. Und hat auch nur eine Rakete am Anfang pro Einsatz zur Verfügung. Allerdings ist die Rakete dann ziemlich stark, macht 6 Schaden. Ein ziemlich großer Umkreis, also deutlich größer als die Granaten, die wir mit haben. Commander, in die Forschungslabore. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf Ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Hier sehen wir, was wir alles erbeutet haben, beziehungsweise was wir jetzt machen können. Artefakte geboren, 4 Sektoidenleichen. Egal, weil die haben wir, ne? Dann haben wir 6 Waffenfragmente. Pro Sektoiden gäbe es eigentlich 2 Waffenfragmente, allerdings, da ich einen mit einer Granate gesprengt habe, sind die 2 Waffenfragmente von dem quasi jetzt nicht mehr verwendbar. Und diese 20 Meld. Deswegen, sprengen ist gut, einfach, allerdings behindert es unsere Forschungen. Wenn man mehr als 2 Sektoiden am Anfang mit Granaten erledigt, dann kann man zum Beispiel die ersten zwei Forschungs- oder zwei der ersten zwei Forschungsthemen nicht behandeln. Das ist nicht so wichtig. So, deswegen neue Forschung verfügbar: Xenobiologie, Waffenfragmente, Alienmaterial und Meld-Rekombination. Schauen wir uns gleich an ins Forschungslabor. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Natürlich, gerne. Und zwar, neue Forschung beginnen. Können wir, wie gesagt, zwischen den 4 Themen auswählen. Die Commander in die brauchen Technik. jeweils. Commander in die Technik. Nein. Die brauchen jeweils bestimmte Projektkosten. In dem Fall bei Xenobiologie brauchen wir 3 Sektoidenleichen. Waffenfragmente und Elementmaterial brauchen jeweils 5 Waffenfragmente. Und Meld-Rekombination geht nur, sobald man das erste, also nur wenn man Meld aufgesammelt hat in der ersten Mission oder in irgendeiner Mission. Commander So. in die Technik. Ich überlege gerade, Commander was wir in als die erstes Technik. erforschen wollen. Xenobiologie ist auf jeden Fall das zweite, das wir erforschen wollen. Und ich glaube, wir werden Alien-Material machen. Weil wir mit mehreren. Machen wir Alien-Material. Also herauskommen tut bei der Forschung, kann ich schon mal vorausgreifen. Xenobiologie, da können wir dann eine Stasiskammer bauen, wo wir Aliens gefangen nehmen können. Allerdings müssen wir dazu noch so eine Stun-Pistole erfinden. Können wir Aliens fangen und dann verhören, und das bringt auch Boni, wie auch immer. Waffenfragmente, die erste Waffenfragmente, Forschung bringt uns die Erfindung eines Zielfernrohrs, das unsere Zielgenauigkeit um 10 steigern kann. Die muss man dann allerdings in der Technikabteilung bauen lassen. Elementmaterial bringt, Commander ich in die glaube, Technik. ja, da kann Commander man die in die Schutzweste Technik. bauen, die +2 Trefferpunkte bringt, die man ausrüsten kann, quasi statt den Granaten. Allerdings muss man die auch separat bauen und so weiter. Meld-Rekombination. Bei der Forschung kann ich dann das Genlabor bzw. das Mech-Labor bauen und meine Soldaten Gen verändern bzw. zu Mechs umbauen lassen. Das kostet allerdings Meld und ist verhältnismäßig teuer am Anfang noch. Deswegen zuerst mal Elementmaterial, dann wahrscheinlich Xenobiologie und diese Stun-Pistole und dann Meld-Rekombination. Aber schauen wir mal. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Genau, das Ganze dauert jetzt 8 Tage. Ah, Commander. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen würden. Willkommen in der Technikabteilung. Hier werden alle Träume des Forschungslabors realisiert. Und da wir gerade dabei sind, Dr. Wahlen hat uns ein paar neue Pläne geschickt. Mit Ihrer Erlaubnis starten wir die Produktion. Ja, allzu viel kann ich noch nicht bauen. Hier kann, also man kann zwei verschiedene Sachen machen. Erstens Gegenstände bauen und kaufen und Einrichtungen in der Basis selbst bauen. Gegenstände, wir können Commander zur nur momentan, Einsatzleitung. naja, Commander zur Einsatzleitung. wir können am Anfang nur das Medkit bauen und einen Satelliten. Ich glaube, wir haben schon einen Satelliten, deswegen brauchen wir keinen bauen. Ah, das schaue ich nachher noch nach. Das Medkit brauchen wir am Anfang noch nicht. Es wird dann relativ bald wichtig werden, aber jetzt am Anfang ist es noch sehr nicht wirklich notwendig. Was wir allerdings schauen wollen, ist Einrichtungen bauen. Uiuiui. Wir haben einen sehr schlechten Start erwischt. Und zwar ist das unsere Basis, die wir, oder der Raum, in dem wir unsere Basis bauen können. Commander zur Einsatzleitung. Wir sehen, wir Commander haben zur schon Einsatzleitung. zwei Gebäude quasi hier vorgebaut. Und zwar ist das die Offiziersschule und ein Satellitenkontrollzentrum. Ein Satellitenkontrollzentrum, das sehen wir später noch, was das macht. Die Offiziersschule bringt quasi Upgrades für unsere Truppe, die davon abhängt, wie hoch sie schon befördert wurden. Das zeige ich auch nochmal her. Außerdem haben wir hier noch Felder, die quasi mit Stein bedeckt sind, die wir separat ausheben müssen. Das machen wir auch gleich. Ich habe mit dem Start übrigens auch so, also die Taktik für unseren Anfang auch so
gelegt, damit uns so ein Start hier nicht allzu schlimm trifft, weil hier müssen wir quasi zuerst mal ausheben, um etwas bauen zu können. Ich will hier dann die zweiten Satellitenkontrollzentrale bauen, weil wenn man gleichartige Gebäude, also gleichartige Kontrollräume oder Räume nebeneinander baut, bekommt man immer so Bonus-Effekte und das ist vor allem beim Satellitenkontrollzentrum relativ wichtig. Deswegen heben wir hier mal aus und bauen da hinein wahrscheinlich ein Kraftwerk und eine Werkstatt, aber dazu kommen wir später noch. Unten gibt es Dampf, da kann man noch spezial starke, wissen Sie, Kraftwerke einbauen und dann kann man noch einen Aufzug bauen, um auf die zweite Ebene zu kommen. Ist jetzt allerdings nicht alles nicht so extrem wichtig. Ich könnte den Aufzug schon bauen, oder? Naja, der kostet zu viel. Also Gegenstände kaufen wir später mal. Satelliten brauche ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Das sehen wir vielleicht in der nächsten Folge dann mal. Es gibt noch den Hangar hier, wo wir auf jedem Kontinent sehen, wie viele Flugzeuge wir stationiert haben. Flugzeuge sind dafür wichtig, um UFOs abzuschießen, die in diesen Raum reinfliegen. Das geht allerdings nur, wenn man schon Satelliten dort hat, aber dazu in den nächsten Folgen dann etwas mehr. Auf zur Einsatzleitung. Das ist dieser Globus hier. Den kann man auch umschalten zwischen hell und dunkel. Ich lasse ihn nur auf dunkel, weil er besser aussieht. Und dann nach Aktivität scannen. Hier sehen wir unten die bevorstehenden Ereignisse, die wir natürlich schon wissen. Das Seelematerial wird in 8 Tagen fertig erforscht und der Ratsbericht ist jedes Monat am Monatsende. Wir sind am 1. März, 31. März, erster Ratsbericht und da bekommen wir dann auch unser monatliches Budget und so. So, und wir scannen mal. Sehr gut. Und hier haben wir gleich eine Entführung. Und zwar, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Genau, und wir haben 3 Entführungsfälle, und zwar einen in Frankreich, einen in Mexiko und einen in Indien. Das ist jetzt, also welchen wir uns aussuchen, beim ersten, also am Anfang, hängt hauptsächlich davon ab, was wir für Belohnung bekommen. Während später es hauptsächlich auch darum geht, das Paniklevel im Kontinent und im jeweiligen Land zu managen. Hier sehen wir, Frankreich hat einen Punkt Panik, Mexiko auch und Indien auch, deswegen ist es momentan noch egal und das ist nicht so wichtig, wo wir hingehen. Das ist zumindest so eine Panik her. Deswegen können wir uns frei entscheiden, ob wir nach Frankreich, Mexiko oder Indien gehen. Frankreich würden wir 200 Credits bekommen. Ich überlege gerade, ob das nicht vielleicht sogar intelligenter ist. Eigentlich wollte ich nach Mexiko, weil dort bekomme ich Ingenieure und Ingenieure sind deswegen wichtig. Bevor ich nicht das erste Mal Ingenieure bekommen habe durch irgendeine Quelle, kann ich keine Werkstatt bauen und ich würde relativ schnell eine Werkstatt bauen wollen, um dann eine Satellitenzentrale zu bauen und deswegen können wir darauf vertrauen, dass wir bauen in dem Monat sowieso keine. Das Problem ist nämlich, wir müssten dann später auf jeden Fall. Also die 2 sind auch ganz okay. Also ich würde dazu tendieren, entweder Frankreich oder Mexiko zu machen. Ich mache jetzt mal Mexiko, weil es vielleicht eine Spur intelligenter ist, Mexiko zu machen. Wir haben noch nicht so viele Sachen, wo wir die 200 ausgeben können. Deswegen machen wir mal Mexiko. Und da kommen wir zu unserem Missionsauswahlschirm. Da können wir sehen, wir können 4 Soldaten mitnehmen. Wenn wir in der Offiziersschule noch unsere Truppengröße vergrößern, können wir dann jeweils 1 und noch 2 dazu nehmen. Das heißt, unsere Truppengröße wächst dann auf 5 und 6. So, schauen wir mal, tun wir die anderen weg. Und hier haben wir unsere Soldatenliste. Ich werde jetzt, Tiffany kommt auf jeden Fall mit. Sturmeinheiten sind am Anfang sehr stark und deswegen auch sehr notwendig. Ah, okay, dann haben wir einen Rookie rein. Dann nehmen wir hier den Unterstützer und die Schwereinheit. Ich könnte theoretisch auch Roland mitnehmen als Scharfschützen, allerdings würde ich das erst dann machen, wenn ich schon 5 oder mehr Soldaten mitnehmen kann auf einen Einsatz. Scharfschützen sind speziell auf dem ersten Level noch sehr schwach, würde ich sagen, weil sie. Es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl, ihr Schadenspotenzial zu entfalten im ersten Level. Deswegen nehmen wir hier jetzt einmal einen Rookie mit, also einen Recruit. Und wir werden auch noch unsere Truppen individualisieren, und zwar das ist jetzt Sturm, das heißt, wir geben hier eine mit Farben aufgespickte Rüstung, und zwar ich mache meine Sturmeinheiten immer gelb,
Scharfschütze nehmen wir nicht mit, aber mache ich später dann. Unterstützung, die mache ich immer weiß, glaube ich. Ja, mach ich, weiß oder grün, aber weiß fällt besser auf und sie sind ja Medics, also. Also vor allem, man hat es jetzt noch nicht gesehen, aber der Talentbaum entwickelt sich dann stark in Richtung Sanitäter. Deswegen ist einmal weiß bei mir. Die schwere Kampfeinheit ist bei mir eher rot, weil Schießraketen muss rot sein. Also rot-gelb in dem Fall. Und unsere Scharfschützen, nachdem die ja hauptsächlich etwas sneaky und stealthier unterwegs sind, sind meistens blau-gelb. Genau, so. So, und unsere Rekruten bleiben in dem braunen Anzug, damit ich sie erkennen kann. Was ich noch nicht hergezeigt habe. Moment. Wir können. Erstens können wir uns dann die Fähigkeiten noch nochmal anschauen. Da sehen wir die ganzen Attributs-Eigenschaften von den jeweiligen Soldaten. Wie es genau funktioniert, erkläre ich später nochmal. Und Bewaffnung können wir auch wechseln. Da kann ich die Rüstung wechseln, sobald ich schon bessere Rüstung erforscht oder gekauft habe. Das MG, also das Hauptgewehr, die Sekundärwaffe und noch diese Items. Beziehungsweise bekommen wir dann einen zweiten Item-Slot auch mal. Da kann ich natürlich Sachen einstecken, die ich will, wenn ich schon andere Sachen habe. Was in dem Fall noch nicht der Fall ist. So. Also den nächsten Einsatz werde ich erst im nächsten Video machen. Allerdings sehen wir noch kurz. Schauen wir uns noch kurz den Flug dorthin an nach Mexiko. Und schauen wir uns an, wie der nächste Einsatz heißen wird. Strike One. Bereit machen zur Landung. Ja, also einfach beginnen. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Sehr gut, also dann bis zum nächsten Mal bei der Operation Verfluchter Fremder in Tijuana, Mexiko. Ich hoffe, wir greifen da auch etwas Drogen auf. Nein, und wo wir dann mit unseren vier Helden wieder in den Kampf ziehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.